Der Bergbau muss also früher, um seinen Arbeitsplatz unter Tage erreichen zu können, an Leitern, an Holzfahrten, sagt der Bergmann, einfahren. Das waren fast senkrecht stehende Leitern gewesen, aus Holz gewesen. Und da musste er runterkrabbeln an der Leiter. 100 Meter oder bei uns war es hier 300 Meter tief in die Grube reinkrabbeln. Und so eine Reinkrabbeltour dauerte ungefähr eine Stunde. Ja, so lange hat das gedauert. Und beim Reinkrabbeln ist die Gefahr groß, dass man eben abstürzen kann von diesen Holzleitern. Und wenn so eine Fahrtensprosse, wo der Bergmann drauf trat, wenn die gebrochen ist, dann ist konnte der Bergmann abstürzen. Bei uns im Oberharzer Bergbau sind in 100 Jahren 250 Bergleute von den Leitern abgestürzt, runtergefallen, also 250 Tote gewesen, nur beim Rein- und Rauskrabbeln. Um das aber ein bisschen zu vermindern, hat der Bergmann sein Schärpermesser mitgenommen. In den Fahrten fingen schon vorgefertigte Fahrtensprossen. Und wenn er nun runterfuhr und trat eine Sprosse durch, dann musste er sofort diese Sprosse auswechseln. Damit eben wieder. Und da hat er sein Schärpermesser genommen, was sehr scharf war auch, hat die Sprosse noch letztendlich zugeschnitten, hat sie wieder eingefügt in die Leiter und so konnte der Bergmann weiter runtersteigen. Und unten konnte der Arbeiter wieder anfangen und machen. Und dieses Messer, das war nicht bloß zum Fahrten reparieren, sondern es war auch dazu da, um seinem Körper eben Genuss zuzuführen, die Kraft wieder zuzuführen. Es gab zwar selten Wurst, aber es war mehr Brot, aber trotzdem, wenn es mal Wurst gab, wurde mit diesem Messer und das Brot wurde eben das geschnitten. Über den Daumen geschnitten, sagt der Bergmann, Schärpern. Und deswegen sagt man heute noch Schärperfrühstück oder wie gesagt, damit wurde ja auch hier bei uns im Museum oben, geben wir auch Schärperfrühstück aus an unseren Besuchern hier und die sitzen hier her, in den Kau hier und sitzen hier und schärpern hier.